and say that it's been a hard time. With you it's always easy as can be. Well, I could wait a long, long time to prove that. Wo habt ihr euch denn diesmal versteckt? Ja, die Zöllnerin, ne? Habt ihr Angst gehabt, die findet euch? Im Ernst? Leute, Leute, Leute! Feierabend ist! Wir sind auf unserer Parkreihe angekommen und ja! Jetzt ist Feierabend! Es sieht hier aus wie Kraut und Rüben, aber das ist halt die ungeschönte Wahrheit, ne? Hier zum Beispiel hängt jetzt noch vom Bett oben noch das Bettlaken durch. Geht mir auch auf den Senkel. Wenn ich Feierabend mache, so wie in jetzt, ne? So wie jetzt, nicht so wie in jetzt. Dann fangen wir eigentlich immer an, erstmal die Gardinen zuzuziehen. Aber naja, machen wir das kurz. So. Orgasmus auf Sächsisch? Fertsch. So, also das ist schon mal erledigt. Ich habe hier im LKW, natürlich gerade wegen der Papiergeschichte, ich bin ja quasi mit erstem Berufsbild LKW-Fahrer und mit zweitem Bürofachangestellter. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen, ne? Wir haben ja mittlerweile so viele Dokumente und so ein ganzes Zeug, wo wir uns drum kümmern müssen, dass, ja, da fällt halt ein bisschen was an. Das hier ist mein CMR. Packen wir mal dazu. Schluck Wasser könnte ich mal wieder trinken, ne? Ja. Das Licht hier drin ist jetzt natürlich noch längst nicht optimal. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier, Moment. Machen wir einen Scheinwerfer noch dazu. Der ist jetzt natürlich ekelhaft hell. Und ich habe immer noch nichts getrunken. So. Übrigens, eine Sache, ne? Der nächste, der sich im Kommentar aufregt, wegen diesem Tracker halt zusammenwimpeln, ne? Wisst ihr, warum ich den habe? Jetzt hat sich das Licht verabschiedet, muss ich mich wieder hinstellen. Aber wir machen jetzt keinen Cut, denn wir sind hier nicht beim Fernsehen, wo alles perfekt sein muss. Dieser Wimpel, das ist ein Geschenk von einem unserer Abonnenten. Und ich finde es irgendwie unverschämt, dass ich hier dass Leute blöde Kommentare schreiben. Ihr lest das meistens nicht, weil ich solche Leute sofort lösche. Aber es gibt diese Leute, die machen mich an wegen diesem Wimpel. Leute, es ist ein Geschenk und das gehört dem Respekt so, dass man sowas dann nicht irgendwie sagt, ja, danke und tschüss und weg. Nee.
Dieser junge Mann, der mir den geschenkt hat, dessen Vater fährt auch LKW im internationalen Bereich. Und dieser junge Mann kann jetzt immer, wenn er unsere Videos guckt, diesen Wimpel sehen. Und dann kann er sich zurückerinnern an das Treffen, welches wir bei uns auf dem Hof hatten. Die sind nämlich mal auf den Samstag extra vorbeigekommen, um mich kennenzulernen. Und da habe ich gesagt, jo, ich komme gerade vorbei, ne? Zum Hof gefahren. Da durfte der junge Mann noch einsteigen. Und das war halt einfach eine Wonne für ihn, ne? Und dementsprechend hängt dieser Wimpel da. Das ist ein Zeichen des Respekts. Das gehört sich einfach so. Dass wenn man was geschenkt bekommt, dass man das dann auch mal auffängt. Und mich stört er da hinten nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja wahrscheinlich noch einer von denen, die nach diesem Motto leben und handeln, ne? Einer der wenigen. Ich glaube, das kann man so sagen. Naja, lange rumgeschwafelt nur über einen Wimpel. Ihr wollt sehen, was ich abends mache. Warum macht er das denn nicht einfach? Warum zeigt er nicht, was der abends macht? Ja, weil es langweilig ist, in den meisten Fällen. Also eigentlich, wie gesagt, ich bin am Aufräumen. Ich räume jetzt gleich mein Bett soweit frei. Sorg hier ein bisschen für Ordnung und dann lege ich mich in selbiges. Und da mache ich Hayabubu. Wollen wir jetzt mal beschleunigen? Kurze, lustige Musik. Beschleunigen und wenn ich fertig bin, melde ich mich wieder. Yo, gute Idee, ne? Ey, ihr merkt's. Ich habe richtig gute Laune. Feierabend ist immer ein Grund für gute Laune. Wirklich. Also warum sollte ich schlechter haben? Ich habe euch dabei, die über 6000 blinde Passagiere, die ich jede Woche mitnehme. Und bis jetzt hat noch kein Zöllner euch gefunden. Das heißt, ich bin doch im Grunde genommen der größte Menschenschmuggler überhaupt. Erfolgreiche Menschenschmuggler. Jetzt müssen wir erstmal den Kamerahelm. Die dazugehörigen Kameras habe ich hier. Denn ich habe nur eine dabei, von der zweiten habe ich nur das Gehäuse. Ach ja, mal gucken, ob wir diese Woche auch nochmal draußen dran packen. Das wäre eigentlich auch mal eine coole Sache, so beim Rangieren und so. Ne? Wie gesagt, ich bin natürlich jetzt gerade so diese Woche ein bisschen schlecht organisiert. Ich habe mit euch die Premiere des Videos gefeiert. Habe dann noch Zeit mit meiner Familie verbracht und bin anschließend quasi direkt in den LKW und losgeeiert, weil das ist mein Job. Und dementsprechend habe ich das gemacht, ne? Ganz einfache Sache. Schlafen im LKW geht besser, als viele sich das vielleicht denken mögen. Also ich persönlich, das war jetzt natürlich laut und suboptimal. Das ist nämlich die Powerbank hinten am Helm, ne? Ist gleichzeitig Kontergewicht für die Kamera, dass mir die Kamera nicht nach vorne rutscht. Und gleichzeitig halt auch der Akku für die Kamera. Ist halt erprobt aus dem Airsoft-Bereich, da filme ich damit immer die Airsoft-Spiele. Ist nicht jedermanns Sache, ich weiß. Ist nicht jedermanns Sache. So, weiter geht's. Schnell Durchlauf! Übrigens, das hier ist ein Handstaubsauger. Ich habe ja hier 230 Volt im Auto und das Ding ist eine mega geile Anschaffung, ne? Weil gerade wenn man so wie ich Lederboden hat, kann man einfach mal Krümel oder dergleichen wegsaugen. Ist das nicht eine praktische Sache? Naja, ich denke schon. Ja, ihr seht es, es ist halt viel, viel Gefuddel.
noch eine Sache, die mir wichtig ist. Ich habe es schon angekündigt. Diese Kamera wird bald einem von euch gehören. Ich habe allerdings noch nicht die Zeit und Muße gefunden, das Review dazu zu machen. Das heißt, getestet habe ich sie schon. Ist ein geiles Teil. Also derjenige, der sie gewinnt, kann sich echt freuen. Drei Kameras und aber das werde ich alles noch erzählen. Die ist mir halt zugeschickt worden. Einfach so, so nach dem Motto, brauchen Sie eine Kamera? Wollen Sie eine testen? Ich so, keine Ahnung. Einen Tag später war es bei uns in der Firma. Jetzt werde ich darüber dann ein Video machen, ein Werbevideo, also für alle, die mich hassen, weil ich Werbung. Es hasst mich keiner, das ist das Tolle, Leute. Es ist einfach so toll zu wissen, dass ich so feine Leute um mich rum habe. Ich habe übrigens was mitgenommen für meine Kunden. Ich habe euch ja erzählt, ab und zu bringe ich Geschenke mit für besondere Kunden. Und das sind wirklich Geschenke, ja. Die verkaufe ich da nicht, das verschenke ich. Und warum? Weil für einen Dienstleister nichts wichtiger ist als ein guter Kundenkontakt. Wenn ihr mit den Kunden gut seid, dann öffnen sich euch Tore und Türen. Manchmal könnt ihr abladen zu Zeiten, wo die eigentlich schon Feierabend haben und dergleichen. Und dementsprechend ist das einfach eine total coole Sache. Und es macht Sinn. Total Sinn. Jetzt aber werde ich erst noch eine rauchen, dann fahre ich diese Sitze vor. Das geht ganz easy. Aber ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich habe hier eine Fußraste. Kann ich den Sitz vorholen. Und dann, ich zeige es euch jetzt einmal, setze ich mich so halb hin, habe hier eine Entriegelung, die ziehe ich. Und dann kann ich das ganze Bett vorholen und habe 1 Meter Bettbreite. An der breitesten Stelle natürlich. Ja, so. Aber ich will noch eine schmucken. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. So, wir fahren jetzt gerade auf die Fähre. Es ist jetzt 11.16 Uhr. Und jetzt geht es halt richtig los. Hinter mir, es blendet einmal die Sonne, deswegen gehen wir mal hier rüber. Hinter mir fährt mein Bruder Paul, der ja auch gleichzeitig mein Arbeitskollege ist. Ne? Und ja, wir wollen mal schauen, was uns die Woche so bringt und wie alles so läuft. Ne? Ah, es bleibt spannend. Sollen wir mal nach vorne umschalten? Komm, machen wir. Endlich können wir drauf fahren. Endlich können wir drauf fahren. So. Ach, es ist ein wunderschöner Tag. Auch wenn jetzt gerade hier voll die Wolkendecke angeballert kommt, die Sonne scheint. Es ist 10 Grad, was will man mehr? Sicher drüben ankommen. Natürlich. Aber ansonsten habe ich gerade alles, was ich brauche. Ich habe über 6000 Menschen, die gerade mit mir gemeinsam auf diese Fähre drauf fahren. Das ist Menschenschmuggel. Ihr dürft das jetzt nicht so laut sagen. Wenn das jetzt auffällt, dann komme ich ins Gefängnis. Ihr wisst Bescheid. Na? Also ganz ruhig. Ruhig da hinten. Ihr müsst euch unter der Bettdecke verstecken. Leute, keinen falschen Ton. Wir haben schon Glück, dass die Hunde euch nicht gerochen haben. Ne? Ihr merkt, ich habe so gute Laune. Ich habe einfach so gute Laune. Ich habe einfach den geilsten Job der Welt. Für mich zumindest, ja. Ich weiß, das gilt nicht für jeden, aber für mich gilt es. So. Bin ich aber gespannt, wo sie uns hinziehen. Guck mal, ich kann ganz nach links. Ganz nach links. Das heißt, ich bin mit einer der ersten, die dieses Schiff verlassen. Das freut mich unglaublich. Jetzt haben wir da vorne ein Überbreitefahrzeug. Muss ich gucken, dass das bei mir mit dem Spiegel passt und mit dem Aussteigen, weil ihr seht, da vorne ist das blaue Tor und das blaue Tor nimmt mir natürlich Platz hier weg.
schön ist anders. Aber es wird gehen. So Leute, vielen Dank, dass ihr erstmal bis hierhin schon dabei wart. Ah, der Motor ist aus. Und jetzt geht's rauf on the boat, beziehungsweise in the boat. On the boat sind wir schon. Aber jetzt müssen wir nach oben. Ich habe nämlich Lust auf Frühstück. Und Frühstück bekomme ich hier kostenlos. Sehr gut. Bis gleich. Meine sehr verehrten Passagiere, hier spricht der Captain, der MS Niveau. Wir sinken. Jo. So. Leute, wir fahren jetzt runter vom Schiff. Und das ist gut so. Wir sind jetzt gerade in Dover angekommen. Aktuelle Uhrzeit ist 13.14 Uhr. Mein erster Kunde, der macht heute nur bis 16 Uhr Warenannahme. Jetzt haben wir es 13.14 Uhr und meine Navigante, was meint die, wann ich da bin? Sie meint noch gar nichts, denn sie hat noch nicht den Punkt gefunden, an dem wir jetzt sind. Sie glaubt, wir cruisen noch durch Frankreich. Es dauert halt manchmal ein paar Sekunden oder mal eine Minute, bevor sie kapiert, dass man auf einer Fähre war und jetzt quasi wo ganz anders runterkommt. Kann halt einfach mal passieren, ne? Oh, herrlich. Das Wetter ist traumhaft. 12 Grad, Sonnenschein. Was will man mehr? Ganz ehrlich, was will man mehr? Nicht, ne? Also im Grunde genommen ist das doch total geil. Ja. So. Ich bin ja mal gespannt, wann das Navi uns jetzt wiederfindet. Ah, jetzt. Okay, also unser Navi ist der Meinung, dass wir erst gegen kurz vor drei beim Kunden ankommen. Ja gut, und kurz vor drei brauche ich mit über 40 Kubikmeter nicht mehr zu dem Kunden fahren. Ja, da könnte man höchstens noch gerade ein paar Remedials abladen. Und vielleicht noch die erste Küche oder die ersten anderthalb Küchen und dann ist Feierabend. Deswegen bin ich jetzt gerade echt am Überlegen, den Kunden anzurufen, dass wir morgen um 6.30 Uhr anfangen. Das war nämlich die zweite Möglichkeit, die wir haben. Wie gesagt, morgen 6.30 Uhr in aller Herrgottsfrühe anfangen, gerade das alles da runterschmeißen in einem Stück und dann ganz ruhig durcharbeiten. Dann morgen vielleicht noch vier weitere Kunden schaffen, sodass wir morgen so um die 5 Kunden weg hätten. Ja, am Mittwoch dann nochmal 5 und dann ab nach Hause. Dass ich am Donnerstagabend zu Hause ankomme. Das ist ja jetzt im Augenblick so der Plan. Na, müssen wir mal schauen. Erstmal wird es jetzt interessant zu sehen, ob die Jungs vom Zoll Interesse an uns haben. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber es sieht gut aus. Wir gehören halt absolut nicht zu deren Zielgruppe. Ihr seht ja, die haben einen Zettel in der Hand, die wissen schon vorher, welchen LKW sie rausziehen. Das suchen die sich nach Kennzeichen aus, ne? Ja, so ist es. Mensch, die Straße hier, die ist aber auch was Grotte, ne? Wir werden jetzt mal anders rausfahren aus dem Hafen als sonst. Normalerweise fahren wir immer über die A2, M2. Diesmal fahren wir aber über die M20, also wir fahren jetzt quasi durch Dover durch, die M20 hoch. Ich werde den Kundenstellen anrufen und dann gibt es schöne Aufnahmen für euch von der M20. Ist nämlich eigentlich eine ganz schicke Strecke. Da müssen wir mal gucken, ob wir heute Abend dann einfach nach Cobham fahren, also jetzt gleich nach Cobham fahren, uns da hinstellen und dann einen Livestream machen. Da hätte ich Lust drauf. Ich habe einfach extrem Bock mit euch zu quatschen oder zu schreiben oder je nachdem, ich quatsche ja mit euch, ihr schreibt mit mir. Also da hätte ich echt Lust drauf. Wie sieht es dann bei euch aus? Ich denke auch, ne? Na gut, ist jetzt Blödsinn euch zu fragen, weil wenn ihr das jetzt seht, ist dieser mögliche Livestream ja schon wieder Geschichte. Also von daher, ja, so sieht es im Augenblick aus mit meinem Plan. Die schönen Klippen, White Cliffs of Dover. Und Dover an sich ist auch sehr gepflegt, gerade hier vorne an der Uferpromenade. Ne? Also das ist ja wirklich echt richtig schön gemacht. Da vorne ist auch ein Strand. Da können wir jetzt natürlich nicht hingehen, weil der ist nicht dafür ausgelegt, dass man mit dem LKW dahin fährt. Ne? Klare Sache.
ist halt eigentlich eher so ein touristisches Ziel hier, ne? Deswegen, die haben ja auch einige Hotels. Also Urlaub machen kann man hier bestimmt auch ganz gut. Ne? So. Dann würde ich sagen, ich suche jetzt mal wieder schöne Musik raus und ihr schaut euch das mal ganz entspannt an. Bis nachher. So Leute, da bin ich schon wieder. Ich habe jetzt gerade noch mal mit dem Kunden telefoniert und die nette Dame am Telefon hat mir gesagt, weißt du was, komm doch einfach vorbei, wir gucken mal, wie weit wir heute kommen und dann können wir morgen früh starten und machen dann den Rest. Klingt nach einem Plan, klingt wirklich nach einem Plan. Müssen wir mal sehen, wie weit ich komme. Ich hoffe auch, dass ich vielleicht doch noch Papiere auf dem Trailer finde. Müssen wir halt einfach mal schauen, ne? Müssen wir einfach mal schauen. Gut, dann sage ich jetzt viel Spaß bei schöner Musik und schöner Straße. Bin ja auch. Freunde, wir sind jetzt kurz vor unserem ersten Kunden in Sitkap. Werden wir hier die Autobahn verlassen. Jupp. Und dann müssen wir gleich nach rechts weg. Ich werde mich jetzt, weil ich nach rechts wegfahren muss, erstmal auch rechts einordnen. Weil es ist nicht immer gleich ersichtlich, ob man hier zwei Fahrspuren haben, die komplett rechts weggehen oder nicht. Ne? Deswegen gehe ich halt immer gerne auf Nummer sicher. Und wenn ich rechts abbiege im Kreisverkehr, ordne ich mich halt dementsprechend rechts ein. Ganz einfache Sache. Den Kunden werden die Profis unter euch natürlich schon wieder kennen. Klare Sache, ne? Wir waren jetzt vor 2 Wochen hier. Ja. Ich habe den Blinker nach rechts an, werde jetzt durchziehen und jetzt mache ich den Blinker nach links als Zeichen, dass ich ausfahren möchte. So. In 500 Meter müssen wir dann rechts, 500 Yards, ja, was fast 500 Meter sind. Vorsichtig am Schulbus vorbei, ihr kennt das Spiel, auch in Deutschland. Schüler sind nicht immer 100% berechenbar. Deswegen ist da Obacht geboten. Dass das Gelb blinkt, heißt, dass man trotzdem noch damit rechnen muss, dass hier jemand ist. Klare Sache, ne? Jetzt verjüngt sich die Fahrspur hier auf eine. Ich komme normalerweise immer völlig anders zu dem Kunden. Jetzt bin ich fast am Zweifeln, ob ich die richtige Adresse eingetippt habe. Ja, Leute, da hatte mich mein Navi echt mal einfach falsch gelotst. Ich weiß nicht warum, das ist der gleiche Postcode, den ich sonst auch benutze. Aber irgendwie meinte die Navigante, dass der Postcode jetzt auf einmal einen völlig anderen Ort hat. Und zwar mitten in der Stadt. Und das konnte natürlich nicht hinkommen. Ich habe ja gesagt,
dass ich so einen Weg noch nie dahin gefahren bin. Ja, weil es der falsche Weg war. Ganz einfach. So. Sie machen jetzt am besten hier mal ein bisschen Platz, Mädel, ne? Sonst rasieren wir Ihnen nämlich hier den Spiegel oder die Tür ab. Ja. Also wieder raus hier. Das sind noch 1,4 Meilen. Ich muss wieder zurück. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Jo. So, jetzt müssen wir nochmal links abbiegen. Und dann sind wir quasi schon im Industriegebiet. Hier haben wir vorne wieder die Rampen. Also die Speedbreaker. Und da hinten in das Tor, hinter dem Pritschenbulli, links vom Pritschenbulli müssen wir rein. Das heißt, ich drehe jetzt hier einmal auf dem Hof. So, schnell Türen aufmachen und dann geht's rein da. So, Freunde, ich habe Feierabend. Und zwar, hier haben wir vorhin noch abgeladen. Drei Küchen und die Kundendienste sind runter. Den Rest machen wir morgen früh um 6.30 Uhr. Wir werden gleich in einen Livestream starten. Aber bevor ich das mache, muss da was in den Ransen. Und ihr habt es öfter schon gefragt und ich zeige es euch gerne. Ich habe verschiedenste Möglichkeiten, mich im LKW zu ernähren. Ich brauche dafür keinen Rasthof. Ich bin ausgerüstet mit allem. Und zwar habe ich unter anderem, weil ich es ganz gerne mag, immer sowas dabei. Das sind Instant-Nudeln. Ganz einfach. Und wie man die macht im LKW, zeige ich euch jetzt. So, Freunde. Und zwar möchte ich euch einmal was zeigen. Ich habe, da ist der Verteiler, drei Versteckdose, da sind die Nudeln. Da hinten in der Ecke, hinter der Mülltüte, da wo das Licht an ist, da ist mein Stromwandler. Der liefert 2000 irgendwas Watt im Peak und damit kann ich diesen hausüblichen Wasserkocher betreiben. Ich habe schon mal vorbereitet, also das Wasser hat schon gekocht. Ich zeige es euch gerne. Müsste gleich ausgehen. Bei so einer Aktion immer den Motor laufen lassen, rate ich generell. So, wie gesagt, das Wasser ist heiß, ihr seht's. Und da habe ich meine Originaltasse, die hat es beim Scania dazu gegeben, als wir den bekommen haben, der Jacek und ich, wir haben den ja damals bekommen. Es sieht natürlich, Leute, ich lebe in diesem LKW, das heißt, da liegt auch mal sowas wie eine Taschenlampe rum oder ein Ausdruck, den man gemacht hat, weil man mal 5 Minuten über die Lenkzeit gekommen ist. Das ist völlig normal. So, meine Rennies. Ich könnte echt mal aufräumen hier. Wie so ein Schwein sieht das hier aus. Echt. Na egal. Jetzt geht's gleich los. Ich werde mir jetzt diese Packung aufmachen, da rein. In dieser Packung befindet sich ein Pulver. Das muss da noch mit rein und so ein, wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Fettzeug. Das muss da auch mit rein. Und dann gieße ich das mit Wasser auf. So sehen diese Nudeln aus und wie ihr sehen könnt, funktioniert das suboptimal. Deswegen breche ich diese Blöcke ganz gerne klein und dann kommen die da rein. So sieht das Ganze dann aus, wenn man den Block einfach mal klein gemacht hat. So.
Ich sehe übrigens gerade durch die Kameralinse, dass da Staub ist. Boah, der wird gleich erstmal weggemacht. Das geht gar nicht. Weiter geht's. Als nächstes nehmen wir dann dieses Tütchen. Das ist da drin. Ist unterteilt. Das kleine benutze ich niemals. Ist mir viel, viel zu scharf. Deswegen nehme ich nur das Pulver aus der großen Tüte. Ihr werdet es kaum glauben, das Pulver ist drin. Jetzt habe ich noch hier diese Ölmasse da auch noch mit reingemacht. Und nun kommen wir mal zum wichtigsten Part. Ich finde, das ist so scheiße, sieht das aus hier, aber es ist egal. Ihr wollt das wahre Leben sehen und beim LKW-Fahrer kann auch mal irgendwas ungeordnet aussehen. Jetzt einfach mal das Wasser drauf. Dann lassen wir das Ganze mal 10 Minuten stehen. Was mir immer wichtig ist, ich mache immer diese Leiste aus, wenn ich sie nicht brauche, dann, weil an diesem Knopf hier, an den Knopf, kommt man schnell mal dran. Und gerade wenn der Wasserkocher leer ist, kann das auch bedeuten, dass man mal das Ding zum Durchbrennen bringt. Jetzt warte ich, bis die fertig sind, zwischendurch zweimal umrühren und dann kann ich essen. So Leute, die Nudeln sind jetzt soweit, dass ich jetzt futtern kann. Und wisst ihr was? Genau das mache ich. Aber dabei müsst ihr mir dann wirklich nicht zugucken, oder? Nein, das mache ich mal ganz alleine. Das kann ich schon. Einen langen Livestream und eine kurze Nacht später. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ihr seht, das Tor geht auf und wir werden jetzt gleich rückwärts da reinfahren. Der nette Herr muss nur erst seine Bullis rausfahren, die da jetzt drin stehen. Oh, ist das laut, ne? Ist laut, oder? Ja, wir sehen uns dann gleich. So. Ihr seht selber, die Lichtverhältnisse sind heute Morgen noch nicht die besten. Aber es soll egal sein. Wie gesagt, jetzt lassen wir erstmal den Auflieger runter, machen die Türen wieder auf und dann fahren wir da rückwärts rein. Ich habe natürlich gestern nichts abgewunden, ist klar, ne? Weil wenn ich hier nur 2 Meter vorn zurückfahre, das muss ich nicht sichern. Ist ja auch, zumal hier auf Firmengelände ist. So, jetzt ist der zweite Bulli gleich raus und dann können wir mit Kriemhild da reinfahren, ne? So machen wir es. Ja, geschlafen habe ich eigentlich ganz gut. Aber zu kurz, muss man auch mal ganz klar so sagen, ne? So. Ah, herrlich. Dann wollen wir mal. So. Ja, das blöde Wackeln, das hat mit der, sobald die neue Kamera da ist, hat das ein Ende. Das sei schon mal versprochen. Denn die neue Kamera ist ja mit Hilfe eines Gimbals dann beruhigt. So, jetzt werde ich da mal schnell rückwärts reinfahren. So, wollen wir mal. Ja, ihr merkt schon, dieser Vlog, dieses Video, dieser Film ist ausnahmsweise mal mit etwas mehr aus der Hand gefilmt, um euch halt einen besseren Eindruck immer bieten zu können. Ich gebe mir ja immer Mühe, ne? Ihr kennt mir ja, er war stets bemüht.
So. Das war's schon. Jetzt gehen wir mal rein zum Entladen. Dann will ich euch mal kurz einen Überblick geben. Wir haben diese Woche leider wieder ein bisschen Pech, was die Verladung anbelangt. Es ist leider wieder viel durcheinander gegangen. Es ist aber leider nun mal so, ne? Kann ich jetzt weder ändern, noch wegzaubern, aber abarbeiten. Und das werde ich jetzt machen. So Leute, die erste Küche ist runter, aber noch nicht komplett. Da fehlen uns noch zwei Teile. Die kann ich beim besten Willen nicht finden. Jetzt müssen wir gleich mal mit der nächsten anfangen. Und wenn mir die Teile in der Hand fallen, gebe ich sie raus. Ne? Kaffee schmeckt auf jeden Fall. Oh. So Freunde. Es ist jetzt mittlerweile 9:30 Uhr. Das heißt, ich habe 3 Stunden gebraucht hier für die paar Küchen. Das könnt ihr euch auch vorstellen, wie es da hinten auf dem Dingen aussieht, auf dem Auflieger, ne? Ja. Aber naja, was soll's. Bringt alles nichts. Man kann so viel jammern, wie man will. Jammern hat noch niemand vorwärts gebracht. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal positiv auf die nächsten Kunden. Und der nächste ist die Bentley Street. Ihr kennt den Kunden. Die schöne enge Einfahrt rückwärts in die Gasse. So. Und erstmal hier wieder rauskommen. Bei dem ist die Klappe zu, beim obersten Auto. Leute, dass euch das aufgefallen ist. Mir ist das nicht aufgefallen. Mir ist das tatsächlich nicht aufgefallen. Aber naja, so Leute, wir machen jetzt mal Musik und dann sehen wir uns kurz vor der Bentley Street, okay? Bis nachher. So Freunde, los geht's. Wir haben jetzt nur noch eine knappe Meile bis in die Bentley Street. Und diesmal haben wir keinen Nebel. Das ist doch schon mal was, oder? Das ist doch schon mal was. So, dann 600 Yards wieder links abbiegen. Ja, diese Woche, also beziehungsweise diese Tour, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ich weiß aber nicht, was ich sagen soll. Ich will nämlich keine Backpfeifen verteilen, das wäre falsch. Es ist halt einfach nicht so schön diese Woche, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich freue mich darauf, gleich wieder einen netten Kunden abzuladen, der mir wirklich mehr als sympathisch ist. Auch wenn die Anfahrt nicht so toll ist, macht es immer Spaß hier hinzufahren. Das kann man ja mal festhalten. Jetzt müssen wir hier gleich wieder links rein. Da ziehe ich eh immer über die Busspur, deswegen passt mir das ganz gut, dass gerade der Bulli da stand. Weil durchs Zentrum dürfen wir ja nicht. Fußgängerzone und so. Ihr wisst Bescheid. So, wieder viel los heute in der Stadt. Also wirklich viel los. Ich hoffe mal, dass wir diesmal unproblematisch in die Straße reinkommen. Das hoffe ich echt. So. In diesem Kreisverkehr wieder rechts. Ich habe diese Woche auch Kunden dabei, die mir persönlich noch gar nichts sagen, wo ich wahrscheinlich zum ersten Mal hinfahre. Wir haben auch wieder einen sehr speziellen Kunden dabei, der in einem Einkaufszentrum sitzt. Da reinzufahren ist auch tricky, das wird auch lustig. Vor allen Dingen, wenn man zu einer Zeit kommt, wo die Schüler dann irgendwann mal Feierabend machen, also Schulschluss ist, dann hat man dann hunderte von Muttis in ihren Autos, die alles blockieren. Und das macht es da nicht so ganz angenehm hinzufahren. Links direkt neben uns ist das Meer. Na? Aber ich muss mehr auf die Straße konzentrieren. Das ist durchaus wichtiger. Müssen wir gleich nochmal rechts, links und dann links in die Bentley Street. So. Hinter mir ist diesmal ein Bus. Ich hoffe, der will auch in die Straße, die ich muss. Weil Busfahrer sind eigentlich immer ein Stück cleverer als PKWs zum Beispiel. Na? Also wenn ich früh genug den Warnblinker anmache, sollte er eigentlich wuckizucki kapieren, was Phase ist. Haben wir hier auch grün. Und muss ich gleich wieder rückwärts reinziehen da. Deswegen mache ich jetzt schon mal den Warnblinker an. Mit deinem Pickup und der Bus bleibt stehen. Nein, er bleibt nicht stehen. Der Bus bleibt nicht stehen. Leute, ihr seid wieder herzallerliebst. Vielen Dank für nichts. Echt. So, jetzt können wir.
Straße hier ist echt eng, sein Vater, das kann ich euch sagen. Fuck! Ich wusste es. So, wollen wir mal eine Küche abladen. Bis gleich, Leute. So, Leute, wir sind jetzt unterwegs zum dritten Kunden. Bentley Street, die Küche habe ich schnell abgeladen. Und jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir so schnell wie möglich da zum nächsten kommen. Der nächste ist in Southborough. 23 Meilen habe ich noch zu fahren. Es ist aktuell 3 Minuten vor 11 und um 11.32 Uhr soll ich da ankommen. Schauen wir mal. Jetzt machen wir mal wieder Musik an, weil ich habe aufgrund dieses Tages und wie es sich entwickelt, habe ich wenig Lust gerade zu reden. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Wir sehen uns dann gleich, ja? Bis denn. Ja, Freunde. So, wir sind jetzt fast, aber auch wirklich fast beim Kunden. Problem ist, wir kommen wieder von der falschen Seite und da muss ich drehen. Das Problem hatte ich schon mal bei dem und es ist nicht so, dass man jetzt nach 500 Meter direkt einen Kreisverkehr hat. Das werde ich mal gleich nochmal gucken, wo ich da am besten drehe. Von dieser Seite kann ich den Kunden aber nochmal einsehen. Jetzt haben wir das Problem, es fängt an zu regnen und das ist sehr schlecht, denn ich kann bei dem Kunden nicht vor die Tür fahren. Das geht einfach nicht. Ich muss an der Hauptstraße stehen bleiben, mitten in der Buszone mit einem warmen Blinker. Das ist nicht lustig, das macht keinen Spaß. Und die müssen sich das Zeug dann ins erste Obergeschoss hineintragen. Das macht den Jungs noch viel weniger Spaß. Zumal ich normalerweise immer nur Kleinzeug da anliefer. Aber ich habe vor 2 oder 3 Wochen habe ich dort MDF-Platten hingeliefert. Diese MDF-Platten sind quasi der Beginn einer Display-Küche, also einer Showroom-Küche. Daraus baut man dann quasi einen künstlichen Raum, in den die Küche nachher eingebaut wird. Ja? So. Der kommt jetzt gleich hier auf der rechten Seite, der Kunde. Ich muss mal gucken, wo die komische Kreuzung ist. Ah, ist noch ein bisschen weiter, noch 800 Yards. Und ihr seht ja selber, hier ist auch echt ordentlich Verkehr. Das macht die ganze Sache nicht angenehmer. Es ist halt nicht mein Tag. Es ist definitiv nicht mein Tag. Aber was willst du machen, ne? Stumpf lächeln und winken. Jetzt geht's weiter. Ich bin gespannt, wie viele Kunden ich heute schaffe. Eigentlich müsste ich mindestens 5 erledigen, damit ich morgen auch nur noch 5 habe und am Mittwoch leer bin, nach Hause fahren kann. Das wäre das Beste. Das wäre sogar echt nötig. Aber naja. Wo ich heute Abend Feierabend mache, das weiß ich auch noch nicht. Das ist der nächste große Punkt. Wenn es geht, in Cobham. Da hoffe ich zumindest drauf. Weil dann kann ich dort nämlich gleich meinen Corona-Test machen. Ja, kriemelt, ich weiß doch. Kriemelt hatte gerade Angst, dass ich den Bulli drauf fahren will. Sie ist aber auch manchmal etwas überängstlich. Das muss man wirklich mal sagen. Ne? Du bist schon mit dem Fuß auf der Bremse, bist schon am Bremsen. Und sie kriegt auch einmal eine Panikattacke, weil da vorne ja ein Bulli ist. So wie jetzt.
Ne, jetzt meckert sie nicht. So. So, hier vorne, vorne rechts, das Gebäude, wo der Bulli davor steht. Da muss ich hin. Und dafür muss ich aber hier auf der rechten Seite in der Busspur quasi stehen bleiben. Das ist mega ätzend. Aber was soll ich machen, ne? So, jetzt sind wir gleich da. Da könnt ihr mal sehen, was das manchmal für ein Gewusel ist, um nicht einfach nur zum Kunden hinzukommen. Forrest, lauf, lauf, Forrest! Forrest, lauf! Sondern auch beim Kunden halt einen geeigneten Punkt zu finden, an dem man überhaupt abladen kann. Das ist nämlich nicht immer so easy. So, das war's. Jetzt sind wir da. Ab, abladen. So Leute, dieser Kunde ist erledigt. Ich muss jetzt schnell den nächsten eingeben. Die Adresse ziehe ich mir hier aus dem Scanner. Dormans Land. So, wollen wir mal schnell den Postcode eingeben? Wollt ihr zugucken? Guckt doch mal zu. So, alles klar. Und zwar müssen wir jetzt Postcode, wie gesagt, immer mit Großbuchstaben anfangen und weiter durchziehen. RH76PB. R. Nein. Großbritannien erstmal, sorry. Großbritannien. R. H. Dann 76PB. Das fängt ja schon mal gut an. Da bin ich ja mal gespannt. Den muss ich jetzt erstmal auf Google Maps gucken. So Freunde, 29 Meilen sagt die Navigante. Ich habe mal gerade mit meinem Disponenten gesprochen über das Thema der Kunde. Ja, das ist mitten auf so einem Bauernhof. Kann gut sein, dass da von den Hallen welche als Self-Storage jetzt genutzt werden. Das machen viele Farmer, wenn sie ihre Farm aufgeben quasi, dass sie dann die Hallen als Lagerhalle vermieten, ne? Aber naja. Wir fahren jetzt erstmal eine Runde und dann schauen wir mal, wie das genau vor Ort beim nächsten Kunden aussieht. Ne, wenn es Interessantes zu filmen gibt, werde ich das machen. Ansonsten machen wir einen Zeitsprung, okay? Bis denn. So, Freunde. Welcome to Historic Lingfield. Das soll also eine historische Kleinstadt sein. Da bin ich immer gespannt. Und ihr wahrscheinlich auch. Tempo 30. Wir haben noch 2,5 Meilen bis zum Kunden. Oh. Schön. Vor allen Dingen schön eng. Boah, das sieht aber echt schick aus hier, ey. Ich bin hier tatsächlich noch nie durchgeballert. Noch nie. Premiere für mich und für euch. Das ist doch mal was, oder? Boah, guckt euch mal den alten Baum an. Ausgehöhlt.
Das war eine schöne kleine britische Stadt, ja? Auch hier nach wie vor Restaurants und Co. alles zu. Lockdown hoch 10 hier, ne? Der Hund, Alter. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Der hatte ja mal dicke Klöten. Du meine Güte. Die sind ja quasi über den Boden geschliffen. Ist das Problem, wenn man kurze Beine hat, ne? So. 0,7 Meilen, bevor wir rechts fahren. Also das ist ja mal wirklich interessant hier, ne? Ist es das, wofür es sich lohnt, so einen langen Film zu gucken? Ich denke ja, ne? Ich denke ja. Kommt man durch Gegenden durch? Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ich LKW fahre, ne? Also von daher, Lingfield Park. Eine Rennbahn, eine Pferderennbahn ist rechts neben uns. Auch nicht schlecht. Satanziege. Pferderennbahn. Hat ja hier in Großbritannien eine ganz große Tradition, ne? Also wirklich ganz große Tradition, Pferderennen. Lingfield Park Marriott. Marriott Hotel. Nicht schlecht. Sag mal so, vom LKW fahren ist das ja nicht so toll, ne? Weil die Straßen, ihr merkt selber, die sind schon ziemlich eng. Vor allen Dingen hier, wenn die Bäume so in die Straße reinragen, das ist mega ätzend. Soll ich mich gleich rechts halten? Ah, okay, da vorne muss ich rein. Dormansland, das passt auf jeden Fall. Guck mal, ein schwarzer Focus ST, der sieht genauso aus wie meiner, den ich damals hatte. Ein MK2, 5 Zylinder, Volvo Motor, dicken Turbo drauf und gib ihn. Das sind richtige Spaßautos. Die haben Sound, die haben Charakter. Wenn ihr da vom Gas geht und das Gas noch einmal leicht eintippt, dann Peng, knallt hinten aus dem Auspuff. Kein Scherz. Ja, ich habe mir damals, das ist jetzt meine Story aus meinem Leben, weil ich hier gerade im Fahrräder hinterher eiern und nicht überholen kann. Ich habe damals bei meinem Auspuff, wie gesagt, man kann den zu Fehlzündungen bringen, dass quasi noch Sprit reingespritzt wird, obwohl das gar nicht mehr braucht. Und dann gibt es halt ein tierisches Knallen. Und damit habe ich mir damals meinen Katalysator zerlegt. Aber war nicht schlimm, ich habe mir dann einen Sportcut einbauen lassen, dann war das Knallen noch intensiver. So Leute, es ist natürlich doof, wenn man die ganze Zeit ein Fahrrad vorflintert, ne? Okay, road closed, diversion right side. Das ist jetzt doof, vor allen Dingen 0,8 Meilen vorm Kunden. Aber ich hätte da eh nicht reinfahren dürfen. Soll ich in 500 Yards, soll ich links? Okay, so Leute, ich mache jetzt gleich einmal
die Kamera aus, weil ich muss auf dem Dingens gucken, dass ich mich per Google Maps einmal. Ich werde mir gleich einen Parkplatz suchen und dann beziehungsweise eine Stelle, wo ich anhalten kann. Und dann werde ich einmal bei Google Maps gucken. Bis gleich. So Leute, jetzt ist der Kunde gerade mit dem Auto rausgekommen. Diese Straßensperrung, die mir da durch das Schild suggeriert wurde, die kommt erst viel, viel später. Die hätten also auch mal ruhig ein Zusatzschild anbringen können, so nach dem Motto, bis zum Industriegebiet ist frei, aber das haben sie nicht gemacht. Und jetzt fährt er gerade vor mir her, damit wir vielleicht was zum Drehen finden können. No, no, no. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Ah, das ist, jetzt müssen wir erstmal hier was finden, weil ihr könnt euch vorstellen, was das hier für ein Geraffel ist, wenn man hier nur so schmale Straßen habt. Und glaubt mir, wenn ihr einen Kreisverkehr braucht, ihr werdet keinen finden. Es ist nie ein Kreisverkehr da, wenn ihr einen braucht. Niemals. Und das ist Horror. Einfach Horror. Hier komme ich auch nicht rein. Ah, das ist einfach echt scheiße hier. Weil die Möglichkeit, von der anderen Seite ranzukommen, geht halt nicht, weil dann irgendwie eine Meile hinter seinem Storage ist dann die Straße wirklich gesperrt. So, und wir müssen also von Dormansland da reinfahren. Das ist halt wirklich tricky, ne? Das ist halt genau das, was ich meine. Wenn man international fährt und dann Kunden hat zum ersten Mal, das kann tricky werden. Und das ist halt jetzt wieder der Fall, ne? Es ist halt einfach jetzt wieder der Fall. Hier komme ich auch nicht zum Wenden. Nee. Keine Chance. Keine Chance. Kleiner Krimi hier. Vor allen Dingen dann in dieser schmalen Straße, wo selbst die PKWs schon bremsen müssen, wenn sie an dir vorbei wollen. Satanziege. Und jetzt kommt auch noch ein Schild, dass hier gleich kurvig wird. Na super. Wird es gleich richtig tricky hier. Jetzt wird es gleich richtig tricky. Jetzt werde ich den Trailer gleich hier rückwärts die Straße hochdrücken. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Da ist man froh, wenn man eine Lenkachse fährt. Also für alle Leute, die sich immer totlachen wegen unserer einen Achse, weil das so scheiße aussieht. Das macht aber Sinn.
ich suche jetzt gerade eine Stelle, wo ich den Kunden überholen lassen kann, weil ich will hinter ihm herfahren. Das ist für mich immer der sicherste Weg, ne? Ganz klare Sache. Bin schon froh, dass das mit dem Wenden jetzt geklappt hat, ne? Bin ich echt froh drüber. Aber dafür brauche ich jetzt, wenn er überholen soll, dann brauche ich jetzt auch erstmal eine Stelle, wo das überhaupt geht. Er hat ja einen Geländewagen, das heißt, er könnte gleich an dieser matschigen Stelle, wo ich gestanden habe, um ihn anzurufen, da könnte er eigentlich auch rausziehen, um an mir vorbeizukommen. Er sagte schon, es wird ein bisschen tricky mit dem LKW. Aber das kriegen wir wohin. Die Leute kommen hier angeschossen, als ob hier noch nie ein LKW lang gefahren wäre und als ob das hier der Nürburgring wäre. Im wahrsten Sinne des Wortes. Satanziege. Ich muss mir unbedingt so ein Smiley machen, was aussieht wie ein Satan, also wie eine Ziege mit Hörnern oder sowas. Also eine Satanziege. Bäume. Dann lasse ich ihn gerade vorbeifahren. Dann setze ich mich genau hinter ihn. So. Ich muss dem Kunden auf jeden Fall sagen, dass seine Bremsen im Arsch sind. Seine Bremsbeläge sind offensichtlich schon richtig runtergeranzt. Ein mahlendes, schleifendes Geräusch aus der Bremse sollte eigentlich jedem sagen, fahr mal lieber in die Werkstatt. Weil auch BMW hat Bremsverschleiß. Das war auch wieder knapp, ey. Die Bäume sind so tief, dass ich mit dem LKW drunter schlage. Das heißt, hier fahren nicht häufig LKWs. Schön in der Mitte fahren, ne, um das Risiko zu mindern. Leute, ihr kriegt immer was zu sehen, ne? Ist das nicht schön, ey, was ihr hier alles... Oh, fuck, die Bäume. Satanziege. Ich krieg die Pimpernellen hier, Alter. Hier willst du nicht tot über den Gartenzaun hängen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, und jetzt geht's hier auch nochmal in die Kurve rein. Ja, was geht? Oh, es wird immer enger. Jobanevrot. Aber wir sind scheinbar fast da, weil vorne rechts kommt dann das. Oh, Satanziege.
Tja. Okay, where have to go? This is the building. This one, yeah? Yeah, we've got doors at the back or the front. Yeah. But I think we've got both these cars, so we can move these. I think if you're driving, can you reverse round? Or is this too much? From that one to there. Is that possible? We can move these cars if that would be easier. Yeah, let me go out and have a look. Much more better. So Leute, jetzt habe ich erstmal zu Fuß erkundet. Okay. Da unten ist ein Parkplatz, ein großer Schotterparkplatz. Und der sollte groß genug sein, um mit unserer Kriemhild drauf zu drehen. Aber nicht, wenn er da parkt. Nicht, wenn er da parkt. Muss ich hier langsam runter, weil das ist sehr eng. Tut mir leid, Kriemhild. Müssen wir nämlich hier einmal rumdrehen. Jetzt wieder vorwärts rausfahren. Ich hasse diesen Baum jetzt schon. Ich werde ihn jetzt und in Zukunft immer hassen.
Also Leute, das ist das Abenteuer Großbritannien, ne? Da hat man halt einfach mal wirklich sehr, sehr, sehr spezielle Kunden. This door? Okay. Ist echt kaum Platz. So bleiben wir jetzt stehen und so werde ich jetzt entladen. Bis gleich. So Leute, wir sind wieder unterwegs zum nächsten Kunden. Wir haben 24 Meilen zu fahren, 15.45 Uhr sollen wir da ankommen. Ich werde mir bei der erstbesten Gelegenheit den Kunden gleich anrufen, um zu gucken, um zu fragen, ob der heute mich überhaupt noch haben will. So, jetzt muss ich nur zusehen, dass ich hier schnellstmöglich rauskomme und zwar genauso, wie ich reingekommen bin. So Leute, noch 1,2 Meilen bis zu unserem nächsten und wahrscheinlich letzten Kunden des Tages, denn es ist mittlerweile 3:30 hier auf der Insel. So. Wir sind jetzt quasi in London. Ja, ich weiß, es sieht nicht aus wie die absolute Obercity, keine Hochhäuser und so, aber das ist auch nur der Kern von London. Ihr müsst euch vorstellen, London ist ja riesengroß. Ne? Hier leben 14 Millionen Menschen. 14 Millionen. Das ist so abartig hoch, diese Summe. Ne? Das ist kaum Forschung. Stellt euch mal 14 Millionen Menschen auf einem Fleck vor. Das gibt's gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man so viele Menschen in einer Stadt organisieren kann.
einfach krass. Naja, also wie gesagt, das hier ist London. Ne? Gut. Wir haben, wie gesagt, jetzt noch 0,8 Meilen bis zu unserem Storage. Das ist das Big Yellow Storage. Die kriegen drei Teile, die habe ich auch schon hinten auf dem Aufliegerkante liegen. Im Kasten drin. So dass ich schnell ran, schnell rein und schnell wieder raus und weg. Das ist mein Plan. Und dann fahren wir nach Cobham. Feierabend machen. Ja, so ist der Plan aktuell. Alter Falter, ich habe die Woche schon gefilmt ohne Ende, ne? Ohne Ende. Das wird, glaube ich, eine richtige Mammutfolge. Naja, mal gucken, was morgen noch dazu kommt. Also morgen haben wir auf jeden Fall Brentwood, werde ich für euch filmen. Und zwar sowas von. Brentwood, die Anfahrt ist legendär. Durch eine wirklich kleine City, 3,5 Tonnen gesperrt, Straßen, da müssen wir durchfahren. Ja, wobei das jetzt gerade, das wird auch in die Annalen eingehen, ne? Also der Kunde gerade, das ist ja, boah. Übel, übel, sprach der Dübel, bevor er elegant in der Wand verschwand, ne? So. 0,6 Meilen. In 200 Yards sollen wir links. Auf dem... Ich kann das schon sehen, das Safe Storage. Das ist ja wirklich ein riesengroßer Klotz. Also wirklich ein riesengroßer Klotz. So, und zwar auf unserer schräg linken Seite. Ihr könnt es nicht sehen, das ist nicht mehr im Weitwinkel erfasst, aber das ist ein riesen Klotz. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob man da rankommt mit dem LKW. Alter Vater, Satansziege. Man merkt auch direkt, dass wir in London sind, weil die Leute hier wieder deutlich unentspannter sind. Echt. Da wird einem wieder direkt vor die Flinte gezogen, einfach nur, weil man es kann. Da ist unser Storage. Hier ist unser Storage. Ob ich von hier aus überhaupt da reinkomme. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. Wahrscheinlich nicht, nein, nein, kommen wir nicht. Okay, also ich muss mir was zum Drehen suchen. Dann parke ich den LKW hier in der Straße ab, schnappe die Dinger unterm Arm und laufe da rein. Ich glaube, das ist die einzig sinnvolle Lösung. Satan, Ziege! Arme Kriemhild, ey! Tja, Freunde, so, wir sind jetzt auf dem Weg raus aus London, aber nur für meine Pause. Denn den nächsten Kunden, den schaffe ich heute zeitlich nicht mehr, was gar nicht schlimm ist, aber für den werden wir morgen voll nach London reinballern. Also wirklich volles Met nach London. Das heißt, ihr werdet große rote Busse sehen, ihr werdet Black Cabs sehen, ihr werdet enge überfüllte Straßen im Berufsverkehr sehen, ihr werdet einen Möbelkutscher am Rande des Wahnsinns erleben. Da bin ich mir jetzt schon hundertprozentig sicher. Aber naja, das alles morgen. Jetzt raus aus London hier und rein in den Feierabend. Den Feierabend verbringe ich mal wieder in Cobham. Denn Cobham ist halt einfach einer der geilsten Rastanlagen hier im Bereich London.
Und es macht halt einfach Spaß, da zu stehen. Das ist schön ruhig. Und ich kann mit Snap bezahlen. Und was Gutes zu essen, möchte ich mir heute mal gönnen. Ich werde mir heute was zu essen gönnen, was ich mir kaufen werde. Ja, das mache ich nicht so häufig. Ich sag mal so einmal die Woche vielleicht. Ansonsten ernähre ich mich komplett aus dem LKW. Aber heute wird es dann, glaube ich, mal Zeit für China-Nudeln oder sowas. Also Nudeln vom Chinesen. Ja, ihr merkt, ich bin Nudelmensch. Ne? Gestern schon China-Nudeln instant. Heute richtige Nudeln. Ja. Und mein Covid-Test werde ich auch da machen. Genau das ist auch einer mit der Gründe, warum ich dahin fahre und nicht zum Rastplatz Dartford. Dartford ist auch so ein riesen Autohof, aber es stinkt nach Pisse auf dem ganzen Rasthof. Es ist ständig Bewegung. Und nee, das ist halt einfach kein schöner Rasthof. Also der stinkt wirklich sowas von nach Pisse. Wirklich. Da stelle ich mich einfach nicht gerne hin. Das ist genau wie in Jabecke. Jabecke ist auch, eigentlich war das immer früher ein cooler Rasthof, um da mal eine Nacht zu verbringen, am nächsten Morgen sich Frühstück zu holen und loszufahren. Aber mittlerweile riecht das so penetrant nach Urin, wenn du da im Sommer dich hinstellst, du gehst kaputt. Du kannst nicht dabei schlafen. Ich weiß gar nicht, wie viel die Leute pinkeln können. Ja? Ich weiß es nicht. In Dartford, das Klo ist kostenlos. Kostenlos. Aber da der Weg nun mal weiter als 5 Meter ist, wird dann einfach mal in die LKWs gepinkelt oder einfach auf dem Boden. Und ah, das ist widerlich. Also wie gesagt, das ist echt widerlich. Aber naja, wir haben jetzt noch 8,6 Meilen. Die ziehen wir mal ganz locker durch, würde ich sagen. Ne? Und von daher, ja, bis nachher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir werden in Kürze den Rasthof Koppen erreichen. Die Außentemperatur ist 14 Grad. Es ist klares Wetter, nur ein bisschen bewölkt. Uns erwartet beim Landeanflug keine Turbulenzen. Die Landebahn hat eine Länge von ungefähr 2528 Meter und 25 Zentimetern. Und ich bedanke mich, dass Sie mit uns geflogen sind. Ihr Kapitän der Schlamassel Charter Airways. Bitte betreten Sie beim Verlassen des Flugzeuges nicht die Teelichter aus, welche die Notbeleuchtung ersetzt. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ja, Leute. Cobham Service. Yippie-yay, Schweinebacke. Es wird Zeit, den korrekten Feierabend zu machen, Junge. Haben wir heute noch gar nicht gehabt. Feierabend, hä? Jetzt wird's aber mal Zeit. Verrückte Junge. Es ist 16:55 Uhr. Perfekte Zeit, den Feierabend zu machen, hä? Naja, jetzt lassen wir den Holländer aber auch mal aus dem Spiel hier. Ich hoffe, dass wir einen Parkplatz kriegen, der relativ nah am eigentlichen Rasthaus ist. Denn sonst muss ich wieder gefühlte 2 Meilen laufen, bevor ich mein Parkticket bezahlen kann oder mir was zu essen holen kann. Und das ist ja suboptimal. Das macht ja gar keinen Spaß. Alter, hat die Kamera gerade eine geile Auflösung, ey, was die Wolken anbelangt. Satan! Da soll mal einer sagen, mit Handyfilm macht keinen Sinn, ey. Ja klar, hier so starkes Gegenlicht, das kann keine Kamera haben. Gar keine. Ach ja, Leute. Ich freue mich so. Und ich habe so keinen Bock auf morgen. Alleine schon wegen diesem ersten Kunden. Satanziege. Schnecko Mio. Dann stellen wir uns doch mal einfach neben diesen Arktros da vorne. Ah, das ist keine Freifläche. Zum Kotzen. Das bedeutet für kleinen Sascha Ehrenrunde. Das ist halt das Problem, wenn so ein Rasthof einen Covid-Testzentrum hat,
bleiben hier natürlich viele LKW-Fahrer einfach mal so stehen, um ihren Covid-Test zu machen. Also nicht einfach so, aber die bleiben hier stehen, um ihren Covid-Test zu machen. Und dementsprechend bist du selber, ne? Habe ich Bock, mich da vorne hinzustellen? Oder fahre ich einfach nochmal eine Runde? Weil hier ist so viel Platz, ich habe noch Zeit. Ich habe Fahrzeit ohne Ende noch. Hier ist ganz viel Platz, das heißt, ich werde auf jeden Fall einen Parkplatz kriegen. Aber ich will unbedingt mal versuchen, mich hinten auf den großen Platz zu stellen. Nicht auf diesen Überhangparkplatz hier. Versteht er? So. Anlauf der zweite. Ein schöner Scania, wobei mir diese Achsenkombination nicht gefällt, mit dieser, wenn die mittlere Achse an der Zugmaschine diese Schleppachse ist, das finde ich irgendwie ein bisschen uncool. Na, er fährt jetzt auch da rein. Schauen wir mal. Ich hoffe ja, hier ist noch ein nices Plätzchen. Und ja, hier sind noch nice Plätzchen. Definitiv sogar. Und in eins davon werde ich mich jetzt rückwärts reinstellen. Nicht so wie er es gemacht hat. Vorwärts, das gehört sich nicht. Ich mache gerade die Seitenscheibe runter. Ja Leute, da fährt das schon wieder, ne? Ist aber immer noch die gleiche Zeit. Nee, ich bin von dem Parkplatz weg, weil das Ding ist, die Lücken sind da ziemlich eng. Und wenn ich da heute Abend penne und mir da einer in die Karre reindrischt und mir einen Spiegel abreißt, das wäre ungeil. Das wäre sogar so ungeil, dass ich richtig ungehalten werden würde. Und deswegen weiche ich jetzt aus auf den Parkplatz, auf den hier hinten. Ja, ich muss dann meinen Arsch ein bisschen weiter bewegen, aber mein Gott, davon sterbe ich nicht. Und deswegen stelle ich mich da hin. Na, ist einfach besser. Lieber ein paar Meter mehr gehen, na, denn jeder Gang macht schlank und nur jeder zweite geht in die Breite, ne? Aber wisst ihr Bescheid. Gucken wir mal. Seht ihr? Die Parkplätze hier sind einfach viel, viel breiter. Und da hinten dröhnt ein Kühler, an dem ich gerade vorbeigefahren bin. Wisst ihr was? Wir stellen uns neben den Nimm den kleinen Scania hier rein. So. Neben dem kleinen Bruder von der Krimel stellen wir uns jetzt rein. Kann man mal machen, oder? Da habe ich natürlich gerade die Sonne, volles Bett. Volles Bett.
vollstes mit dem Spiegel. Muss ich sogar noch mal einen Korrekturzug machen. Da fühlt man sich ja gleich wieder wie der letzte Anfänger, ne? Aber ist egal. So. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt ist das, was ich will. Jetzt habe ich auch keine Sonne mehr im Spiegel. Schön. Jetzt melde ich mich ab. Ist das nicht ein geiles Bild? Davon mache ich ja direkt erstmal ein Foto. Das ist ja mal ein geiles Bild, oder? Guckt euch das an. Da sag mal einer, Handys können keine guten Bilder machen, ey. Feierabend. So Leute, es ist jetzt mittlerweile knappe Stunde später. Ich habe echt eine Stunde im Auto rumgegammelt, bevor ich überhaupt meinen Arsch jetzt hochgekriegt habe. Und dementsprechend werden wir jetzt mal zusehen, dass wir einmal losgehen, Covid-Test machen und ja, was zu futtern organisieren. Kriemelt bleibt derweilen da stehen. Ich habe gesagt, sitz, und die bleibt sitzen, bis ich wiederkomme. Ne? Das ist ja Bescheid. Ja, jetzt habe ich aber echt ein paar Meter zu laufen. Ne? Aber ist egal. So ist das Leben, ne? So ist das Leben. Aber wenn man da hinten runter guckt, mal so, sieht aus, als würde ich gleich noch einen Arsch nass kriegen. Ja, vielleicht war das mit dem Warten keine gute Idee. Aber das werden wir später sehen. Reingehauen. Kriege ich doch noch einen Arsch nass gleich. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. So, wir sind jetzt hier immer noch in Cobham. Ich werde jetzt starten. Wir fahren jetzt nach London rein. Gestern Abend nach dem Covid-Test hatte ich irgendwie keine Lust auf gar nichts mehr. Deswegen habe ich nicht mehr gefilmt. Ist halt dann einfach so, ne? Gut. Aber jetzt London City. We built this city. Wisst ihr Bescheid, ne? Mal gucken, ob ich durchdrehen werde. Ich weiß es noch nicht. Ich kenne den Kunden, ich war schon ein paar Mal da, aber Spaß macht das nicht. Aber es wird für euch wird sehr interessant. Definitiv. Also, dann... Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, geht hier mal gar nichts vorwärts. London halt, ne? 14 Meilen noch bis zum Kunden. Mittlerweile 7.34 Uhr. 43, Entschuldigung. 7.43 Uhr. Ob es Spaß macht? Nö. Aber ich lasse mir doch trotzdem meine gute Laune nicht wegnehmen. Von wem denn hier? Von den paar Leuten im Stau und von so einem Motorrad, was ich einfach mal hier voll zwischendurch... Alter Falter! Satanziege, das hätte ja auch mal voll daneben gehen können. Im richtigen Augenblick wieder die Kamera angehabt. Meine Güte, so eilig kann ich es doch gar nicht haben, oder? So eilig kann ich es doch gar nicht haben. Aber naja, so sind sie. Oh, herrlich, 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 herrlich. Ach, jetzt wird die Ampel auch noch rot. Herz allerliebst. Ja, warum ich in der Mitte bin, ist ganz einfach. Ich muss in 700 Yards, nee 0,7 Meilen sind keine 700 Yards. Also in 0,7 Meilen muss ich mir rechts halten. Und deswegen im Stadtverkehr gerade hier früh einordnen. Sehr früh einordnen. Sonst verhungert ihr nachher kurz vor der Abbiegung und kommt einfach nicht rüber. Macht weder Spaß noch Sinn. Auch wichtig hier, frei halten, den Kreuzungsbereich. Diese straffierten Linien sind nicht umsonst da. Jetzt können wir aber vorsichtig da die Leute vorziehen.
Ja, ihr seht, also im Grunde genommen braucht man Sitzfleisch, wenn man nach London reiten will. Das ist wirklich so, gerade morgens. Ich hätte auch mit dem Kunden um 10 Uhr absprechen können, dann wäre ich deutlich besser durchgekommen und hätte nicht so viel Fahr- und Schichtzeit verschwendet, glaube ich. Aber naja, hätte, Fahrradkette. Na, so ist es. Ich werde jetzt noch einen Schluck trinken und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Mal gucken, wie weit ich komme innerhalb der nächsten halben Stunde. Aktuell sagt das Navi Ankunftszeit 9.08 Uhr. Das heißt, für die 14 Meilen veranschlagt dieses Navi über eine Stunde. Und da kommt das nächste Moped. Ja, das war jetzt aber nicht genug Platz für dich. Da kommst du nicht mehr durch, ne? Satan, ey, Satanziege. Ja, Leute, es ist jetzt mittlerweile 8.01 Uhr. Ich kann den Kunden nicht erreichen. Da geht nur die Mailbox ran. Und tja, dementsprechend ist das jetzt ein bisschen doof. Ich habe noch 13 Meilen immer noch bis zum Kunden. Jetzt läuft es hier gerade mal wieder ein Stück besser. Tja, jetzt springt das Navi um. Ankunft 9.32 Uhr. Da scheint uns noch einiges zu erwarten, auch wenn es jetzt hier gerade läuft. Ich höre schon wieder Feuerwehr, Polizei, ach da vorne. War in der Gegenrichtung. Ja, so richtig, richtig Spaß macht das alles nicht hier. Aber es ist halt so, es kann nicht jeden Tag immer Friede, Freude, Eierkuchen sein, das habe ich euch auch schon ein paar Mal erzählt. Solche Touren gehören halt zum Leben auch dazu. So Dinger, die einfach mal überhaupt keine Freude bereiten, gehören leider dazu. Leider. Freunde, ich habe jetzt gerade den Kunden erreicht. Das Telefon war bei ihm erst ab 8 Uhr freigeschalten, hat er mir gerade auch noch gesagt. Ich habe mich entschuldigt, ich sage, Junge, es tut mir leid, ich schaffe es nicht. Ich komme hier einfach nicht schneller durch als das, was es ist. Ne? Und er sagte schon, du mach dir keine Sorgen, das ist halt London. Er fragte auch, wo ich bin und dann habe ich ihm scherzhaft gesagt, hier irgendwo zwischen Gondor und Schicksalsberg. Und da fing er an zu lachen. Das fand er extrem lustig, weil ganz ehrlich, hier sieht alles aus, wie es ist. Und wenn ich ihm jetzt die Autobahn sage, die 406, ne, das hilft ihm auch nicht, weil die geht quer durch London. Und ich weiß nicht, wie die einzelnen Stadtteile heißen. Deswegen irgendwo zwischen Gondor und Schicksalsberg. Echt. Das ist hier, dass hier mir noch keine Hobbits über den Weg gelaufen sind oder keine Orks, das ist auch alles, ey. Wobei so manche Londoner sehen aus wie die letzten Orks, aber das ist eine andere Sache. Alter, Verleih, macht hier einfach echt keinen Spaß. Ihr seht es ja, wir sind die ganze Zeit am Stehen irgendwie. Das ist, ich bin kein Kraftfahrer, heute bin ich ein Kraftsteher. Im wahrsten Sinne des Wortes. Böse Zungen behaupten einen Kraftständer. Wisst ihr Bescheid. So, jetzt müssen wir hier rechts. Angeblich ist das zwei Fahrspuren rechts. Yo, sieht gut aus. Aber freut euch nicht zu früh, weil wir uns bewegen, ne? Freut euch nicht zu früh, denn diese Bewegung wird nicht lange anhalten. So, da vorne endet sie nämlich schon wieder. That's London. Da kannst du echt nur mit dem Kopf schütteln. Aber ganz ehrlich, ich habe euch ja gestern schon gesagt, beziehungsweise vorhin im Video, das sind hier 14 Millionen Menschen. 14 Millionen. Dass hier nicht alles glatt geht, ist verständlich, oder? Ist mehr als verständlich. Wenn 14 Millionen Menschen morgens aus dem Bett fallen und alle gleichzeitig in Bewegung kommen, dann kannst du die beste Infrastruktur der Welt haben. Dann geht es halt einfach mal drunter und wieder drüber.
Ne? Ja. Okay, wenig später haben wir jetzt Tottenham erreicht. Und haben noch 6,3 Meilen zum Fahren. Es läuft mittlerweile deutlich besser. Gefühlt deutlich besser. Wobei die Straßen nicht besser werden. Aber das ist hier normal. Natürlich, man sieht es, hier ist irgendwo ein DPD-Depot in der Nähe. Das heißt, die Kamikazes sind auch wieder alle unterwegs. Ich darf das sagen, ich war früher auch einer von denen. Auch wenn ich nicht so gefahren bin wie die meisten von denen und wenn mein Bulli keine Beulen hatte. Das ist nun mal echt so. Die meisten von denen achten mal so überhaupt nicht auf alles. Da kann so ein Bulli dann auch rundrum mal zu Klump gefahren sein. Also das sieht dann aus wie so ein Stocker-Auto nach dem dritten Rennen. Na? Oh, herrlich. Da kommt wieder ein London-Bus. Ja, diese ganz uralten Dinger sind ja alle abgeschafft worden. Ne? Die gibt es ja quasi gar nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch diese neueren. Und ich glaube, die sind, glaube ich, also ich glaube, die sind auch alle von Mercedes. Na, ich glaube, die sind von Mercedes. Jo. Also, Freunde, wir sind jetzt 1,6 Meilen vor unserem Ziel und befinden uns gerade in einer Straße, die offiziell für 18 Tonnen gesperrt ist. Ne, für 16,5 sogar. Aber ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss durch diese Straße fahren. Es ist halt einfach so. Jedes Abbiegen hier in dieser Stadt ist für mich hochgefährlich, also beziehungsweise für alle um mich herum. Gerade hier in London, wo man weniger Rücksicht nimmt als im Rest von Großbritannien, muss ich hier wirklich angespannt aufpassen, dass ich wirklich niemanden übersehe. Gerade beim zweispurigen Abbiegen muss ich aufpassen, dass die Nebenspur frei ist, damit ich beim Abbiegen niemand touchiere oder dergleichen. Fahrradfahrer, Fußgänger, Kinder. Es ist hier außerhalb jeglicher Komfortzone. Und ich möchte auch jedem raten, der zum ersten Mal mit dem LKW nach Großbritannien fährt, möchte ich raten, wenn es möglich ist, eine London-Tour abzulehnen. Also wenn es wirklich in die City reingeht. Wenn ihr in der ersten Woche hier runterkommt, das erste Mal im Linksverkehr und dann gleich in diese City rein, ich glaube, ihr wollt nie wieder freiwillig nach Großbritannien fahren. Nie wieder. Weil das hier ist außerhalb von allem, was irgendwie Spaß macht an unserem Job. Aber wirklich vollkommen außerhalb. Ihr seht, ich meine, ich hab natürlich das Glück, und das ist jetzt auch ein Glück, dass das immer so stockt. Das gibt mir nämlich die Zeit, wirklich immer zu gucken, wo ich bleibe. Ja? Wenn es jetzt hier ganz flüssig laufen würde, könnte das nämlich auch zum Problem werden. Buchstäblich. Die Ampelphasen hier sind auch immer sehr, sehr kurz, nur grün. Das nervt natürlich, aber was sollst du machen, ne? Was auffällt, wenn man durch London fährt, ist auf jeden Fall, dass hier Menschen von so unterschiedlicher Couleur leben. Das macht einfach Freude anzusehen. Ich weiß, auch in dieser Stadt ist nicht immer alles spannungsfrei. Ja, wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich finde es bemerkenswert, dass diese Stadt mit so vielen unterschiedlichen Nationalitäten ihrer Einwohner so gut funktioniert. Das ist, ich meine, Berlin ist ja auch ziemlich bunt, muss man ganz ehrlich sagen.
Und das funktioniert auch dort. Na? So, jetzt müssen wir hier. Oh, die hat noch einen Schlafanzug an. Mein Navi warnt mich jetzt alle 20 Sekunden hier gefühlt, springt das Display um auf Achtung, Straße 18 Tonnen, bla 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 bla. Ja, Navi, ich weiß. Ist ja auch gut. Oder auch nicht. Aber ich habe jetzt keine Wahl. Jetzt fahren wir mal ganz relaxed dem Radfahrer hinterher. Aber wirklich ganz relaxed. Ich finde es auch gut, dass er sich breit macht. Soll ja auch letztendlich ihn schützen. Wir haben noch eine Meile. Eine Meile. Puh, holy moly. Es ist rot, Leute. Bei Rot zu fahren ist jetzt auch mit dem Fahrrad nicht die beste Idee. Aber naja, muss jeder für sich selber wissen, ne? Wir sind vom Mittelpunkt der Stadt nicht weit weg, Leute. Ich werde euch mal das einblenden. Vielleicht habe ich es sogar schon gemacht. Und wenn ich es bisher noch nicht gemacht habe, mache ich das jetzt an dieser Stelle. Lass mal die Frau mal gerade aussteigen, bevor es weitergeht. So. Also wirklich, das hier sind Bereiche, wo man jetzt mit einem Dreiachser zum Beispiel, mit, keine Ahnung, mit Stahlladung oder was weiß ich, irgendwas, was in ein Industriegebiet reingeht, kommt man hier selten hin. Es sei denn, man verfährt sich. Was ich niemandem raten würde. Aber es ist halt einfach so. Das, was wir hier fahren, das ist schon Endstufe hoch 10. Ich bin nicht der Einzige, der sowas fährt. Wir haben, jeder Fahrer bei uns in Großbritannien ist hier drin schon mal gewesen. Und jeder einzelne Fahrer hasst es wie die Pest. Also müssen wir da vorne schräg rechts geradeaus. Puh. Ihr seht es ja selber. Wie gesagt, 14 Millionen Menschen fallen morgens gleichzeitig aus dem Bett. 14 Millionen Menschen sind auf den Beinen, auf dem Motorrad, im Auto oder im Bus, auf dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Und dann sieht das halt einfach mal genau so aus hier, ne? Ich habe jetzt noch Rot, die geradeaus wollen, die können fahren. Jetzt kann ich fahren. Und ihr seht es ja, hier überwiegend viele Busse unterwegs. Die Busse sind auch alle ein bisschen höher als ich. Die haben mehr als 4 Meter. Und wenn ihr euch in London mal verfranst oder eine Straße gesperrt ist und ihr seid mit dem LKW unterwegs, dann rate ich euch, das ist wirklich ein sehr, sehr gut gemeinter und das ist auch meiner Meinung nach der beste Rat, den man euch geben kann. Wenn ihr euch wirklich verfranst habt, ihr seid nicht wirklich sicher, ob ihr auf eine Brücke kommt, die zu niedrig sein könnte, weil das kann hier schnell passieren, haltet euch an diese Busse. Wo die durchkommen, kommt ihr durch. Einmal wegen der Höhe und beim Abbiegen genau das gleiche. Die brauchen fast genauso viel Platz wie ein Dreiachs-LKW. Und dementsprechend mein Rat an alle, die sich mal in London verfransen, fahrt hinterm Bus her. Solange ihr einen Bus in eurer Nähe habt, 100, 200 Meter vor euch oder direkt hinter euch, wisst ihr, ihr könnt erstmal nicht ganz so falsch sein. Sagen wir noch 0,5 Meilen. Es ist jetzt mittlerweile 9 Uhr.
Wenn man bedenkt, dass ich um 6 Uhr losgefahren bin oder kurz nach 6, ist das schon echt heftig. Und das nur für, keine Ahnung, 30 Meilen oder so. Ne? Das Rausfahren, das wird auch wieder lustig. Vorne kommt auch schon die Hochbahn. Und an dieser Hochbahn, an dieser Trasse, da ist auch unser Kunde. Wie gesagt, da hinzukommen ist ein bisschen tricky. Stehe ich hier natürlich wieder scheiße, aber was soll ich machen? Einfach ohne zu gucken mal durchziehen. Genau. Und wie gesagt, ohne Ende Busse. Vor allem wirklich fast alles Doppeldecker, ne? Wirklich fast alles Doppeldecker. Und immer nur ein paar Meter, bevor man wieder steht. Immer das Gleiche. So die letzten 800 Yards, die nehme ich euch aber definitiv mit. Wie gesagt, ganz interessant wird es, den richtigen Punkt zum Abbiegen zu finden, weil ich muss gleich rechts irgendwo abbiegen, um an diese Bahntrasse dran zu kommen, unter der wir gerade hergefahren sind. Und ich habe nur diesen einen Punkt. Verpasse ich ihn, bin ich am Arsch, weil wenden ist hier in London nicht. Ich hoffe, dass in der Straße diesmal keine Baustelle, sondern ist wie beim letzten Mal. Also, die Spannung steigt. Boah, das ist auch ein Umzugsunternehmen. Der Stadtteil heißt übrigens Hackney, ne? Für alle, die sich jetzt das mal an der Karte nochmal angucken wollen. Immer Busse vorlassen. Da kam auch direkt der Daumen raus. Da freut er sich. Also ich stelle mich zum Beispiel generell nicht neben Busse, ne? Es sei denn, es ist mehrspurig. Also wenn da einer in der Parkbuchte drin steht, um ein- und aussteigen zu lassen, dann stelle ich mich nicht daneben, auch wenn genug Platz ist. Oh Mann ey. Wirklich gucken, wo ich jetzt hier rein muss. Deswegen fahre ich auch echt ruhig, um den Punkt auf keinen Fall zu verpassen.
Weil gleich kommt der Punkt, wo wir rechts abbiegen müssen. Angespannt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin echt mega angespannt gerade. Und wenn ich bedenke, dass ich gleich wieder Stunden brauchen werde, um hier rauszukommen, wird mir auch schon wieder schlecht. So. Wir haben es gefunden, ey. Ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich gerade bin. Wir sind nämlich quasi jetzt beim Kunden. Ich muss jetzt nur noch einmal hier rechts abbiegen. Und es ist keine Baustelle da. Boah, hier war beim letzten Mal so Horrorbaustelle. Das hat keinen Spaß gemacht, Leute. Es hat keinen Spaß gemacht. Und jetzt guckt euch das an. Man kann hier einfach mal so rumziehen. Jetzt wird es nochmal eng. Und jetzt stellen wir uns gleich hier links an die Straße. Muss ich so wirklich so dicht wie möglich da links reinstellen. Zumindest die PKWs nur alle vorbeikommen, ne? So, die Jungs kommen schon hinter mir, jetzt wird abgeladen. Bis gleich. So Leute, ich habe den Kunden abgearbeitet, jetzt fahre ich raus hier. Das Rausfahren werde ich nicht filmen, weil ich schon Gigabyte um Gigabyte fürs Reinfahren aufgenommen habe. Der nächste Kunde ist in Epping, da sehen wir uns wieder. Bis denn, reingehauen. Ja Leute, jetzt habe ich mich entschlossen, euch doch noch mal ein bisschen was zu zeigen. Weil wir halt völlig anders wieder rausfahren. Wir müssen ja nach Epping hoch, also nach Norden. Wir sind von Osten aus reingekommen. Von Westen sind wir reingekommen und wir müssen jetzt nach Norden hoch.
Das ist mal krass hier, ne? Würdet ihr hier leben wollen? Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Ich kann es schon mal vorwegnehmen. Ich auf jeden Fall nicht. Hier möchte ich nicht mal tot über den Gartenzaun hängen. Falls es hier überhaupt richtige Gartenzäune im Sinne von Garten gibt. Hier kommt man sich doch vor wie in einer Legebatterie, oder? Und das sag ich. Das sag ausgerechnet ich, der in Marzahn aufgewachsen ist. Denn ich glaube, ich darf mir das erlauben. Das hier ist wirklich Legebatterie. Klar, es sind keine Hochhäuserblöcke in so einem Ding wie ich aufgewachsen, kein Plattenbunker, aber ey, Platz hast du hier auch nicht. Guck dir mal an, wie die. Das sind Hauseingänge, die da so dicht an dicht nebeneinander liegen. Hier willst du doch nicht mal begraben sein. Wobei, fürs Begraben haben die wahrscheinlich gar keinen Platz. Satanziege. Freunde, wir kommen jetzt gerade in Brentwood an. Beziehungsweise wir sind bei der Einfahrt nach Brentwood rein. Und in Brentwood habe ich ein Kutschenhaus in einem Shopping Center. Die Anfahrt dahin, die ist beim ersten Mal, hat die mich Nerven gekostet. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Beim ersten Mal habe ich gedacht, die wollen mich alle verarschen. Aber nein. Ihr werdet es gleich sehen. Man muss da wirklich einmal durch. Also das ist jetzt nicht, dass man kilometerweit durch enge Straßen fährt, aber es ist halt so, dass man in das Stadtzentrum hineinfährt und dann in Straßen, die eigentlich alle für 3,5 Tonnen gesperrt sind. Aber das ist der offizielle Weg, um im Shoppingcenter überhaupt irgendwas anliefern zu können. Das heißt, jeder LKW muss da durch. Vom 3-Achser bis zum 7,5-Tonner fahren alle LKWs da rein. Wir haben jetzt noch 1,8 Meilen. Und ja, die spulen wir jetzt mal schnell ab. Das Video hier, ne? Das ist natürlich, glaube ich, echt hammerlang. Also wenn ich das jetzt mal so grob überschlage, habe ich, glaube ich, schon an die 100 Gigabyte reines Filmmaterial. Das muss ich runterbrechen. Weil auch einen 5-Stunden-Film wollt ihr am Ende, glaube ich, nicht sehen. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich es mache. Ob ich die Schwerpunkt auf die Highlights setze oder wie auch immer ich das mache. Müssen wir mal gucken. Vielleicht lege ich es auch ein bisschen weiter aus, dass wir, was weiß ich, auf knapp 3 Stunden kommen oder so. Euch würde es freuen. Ich weiß, ihr seid genau die Community, die richtige Dokumentation sehen will. Die sehen will, wie es wirklich draußen aussieht. Und deswegen zeige ich das ja auch so gerne. Und deswegen kommentiere ich das auch so gerne für euch. Damit ihr auch immer wisst, was ihr denn da zu sehen habt. Guck mal, da macht gerade jemand seinen letzten Weg im Jaguar. Ja, ich hoffe, er hat ein langes, erfülltes Leben. Das war jetzt mal eine Unterbrechung, ne? Ja. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie es am Ende aussieht mit dem Video. So, jetzt haben wir noch 1,2 Meilen. Ich fahre hier mit 30 Meilen, was so 45, 47 km/h sind. Kommt der nächste kleine Kreisverkehr und ein PKW mit Anhänger, der so ein bisschen auf der Straße steht. Da muss ich halt ein bisschen rüber. Rechts frei, wir können ziehen. Ganz gut aus bis jetzt. Ist halt eine kleine, schnucklige Stadt hier, ne? Wobei Brentwood so klein jetzt auch nicht ist. Es ist eine schnucklige Stadt. Das kann man wirklich sagen, das hier ist eine Vorstadt von London. Eine richtige Vorstadt. Und ihr seht ja, der Wohnungsstil, der ist genau der gleiche wie in London selber. Dicht an dicht, Mauer an Mauer, Reihenhäuser ohne Ende. Also ich glaube, die Briten haben das Reihenhaus erfunden. Das ist jetzt einfach eine Behauptung, die ich mal so in den Raum schmeiße, ja. So. Okay.
verstanden. Die haben das mit dem Kreisverkehr nicht so ganz verstanden. Ihr müsst um den Kreis rumfahren, nicht über den Kreis drüber, Alter. Das ist für LKWs. Für Fahrzeuge, für Wendekreis, die das nicht anders machen können. Aber naja, da bin ich schon, um sowas zu bewerten. Die Menschen hier sind alle auf der Straße. Ich habe die ersten blühenden Kirschbäume hier in Großbritannien gesehen. Die ersten blühenden Apfelbäume, auch wenn wir jetzt gerade keine vor die Linse kriegen. Was eigentlich schade ist, ich hätte es euch gerne gezeigt. Habt ihr das gesehen, wie weit die Ware bei dem aus dem Fenster rauslugte? Satanziege. Satanziege, echt ey. Welche Leute, die trauen sich auf die Straße in einer Art und Weise, die einem schlecht werden lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mag diese Jaguars, ne? Wenn ich die Kohle hätte, würde ich mir als nächstes Auto gerne so einen Jaguar holen. Nicht wegen Leistung oder so. Ich habe ja, ihr wisst ja selber, ich fahre ein Auto, was echt nicht gerade untermotorisiert ist. Aber weil ich finde das Aussehen von diesem Auto so toll. Ich mag Jaguar im Allgemeinen. Das ist halt meine Favoritenmarke aus Großbritannien. So. Ich bleib mal hier stehen, wegen diesem LKW da vorne. Jetzt sagt mein Navi mir gerade 7,5 Tonnen gesperrt. Das mag auch alles sein, aber wir müssen halt trotzdem hier durch. Wenn ich anhalte und auf die Bremse drücke beim Anhalten, dann hört ihr so einen Klick. Das, meine Freunde, ist der Berganfahrassistent, den ich ausnahmsweise mal anhabe. Wir haben nämlich im letzten Video viel darüber, also unter den Kommentaren im letzten Video haben viel darüber gesprochen, weil viele gefragt haben, hat ein LKW keinen Assistent dafür? Ja, den hat er. Den hatte auch mein DAF, aber im DAF war er grausam und im Scania gefällt er mir jetzt auch nicht so, weil der mir gefühlt eine Sekunde zu spät die Bremse öffnet. Und ich bin halt so ein Typ, ich mag das nicht so, wenn ich mit dem LKW gegen die Kupplung fahre. Jetzt, merkt ihr das? Da ist man richtig gegen die Kupplung gefahren und das ist nicht so schön. Also für die Kupplung aus Kfz-Mechaniker-Sicht kann ich sagen, ist das eigentlich nicht so optimal. Da vorne kommt jetzt ein Doppelkreisverkehr, auf dem wir uns gerade zubewegen. Über den müssen wir so halb rechts rüber. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Also das hier ist ein erster Einzelner und dahinter kommt dieser Doppelkreisverkehr. Von rechts kommt noch was. So. Ich mache mich jetzt hier breit. Und zwar mit Absicht. Denn ich möchte wieder beim Ein- und Umfahren des Kreisverkehrs niemanden wegballern. Deswegen nutze ich jetzt einfach beide Spuren. Weil der Auflieger halt ausschert. Und ein ausscherender LKW ist halt nicht das Tollste. Aber ich glaube, ich werde diesen Assi gleich ausmachen. Oh, schon wieder gegen die Kupplung gefahren. Weil ich fahre hier quasi die ganze Zeit leicht bergauf. Also es ist nicht so stark bergauf, dass man es eigentlich machen müsste, hier mit Assistent zu fahren. Deswegen schalte ich den jetzt mal gleich ab, sobald ich eine Sekunde Ruhe habe. Das ist hier links hoch, Richtung Chapel. Vorne wird ein Bus abgeschleppt. Jetzt habe ich den Assi mal ausgemacht. Wir müssen jetzt quasi hinter der Chapel rechts. Da vorne, wo jetzt gerade dieser coole Scania ist. Also ich mag diese Farbgebungsgeschichte total. Und es ist auch cool, wenn LKW-Fahrer sich gegenseitig echt grüßen. Da habe ich wirklich was für über, ne?
rein. Ist halt alles echt ein bisschen eng. Und wie gesagt, das ist alles 3,5 Tonnen gesperrt hier, ne? Diese Straße ist jetzt gerade 7,5 Tonnen gesperrt. Und das ist halt tatsächlich die Anfahrt zum Shopping Center. So, das ist jetzt noch gar nicht das Weltbewegende. Das Weltbewegende kommt jetzt quasi erst. Und normalerweise hast du hier ist nämlich irgendwo eine Schule. Sind hier zu der Zeit, wo ich normal, also wenn man gegen Mittag kommt, nach dem Mittag, so 1 Uhr, 2 Uhr, dann ist hier alles zugeparkt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt müssen wir hier rechts und direkt wieder links. Und wenn hier die PKWs stehen, hast du verschissen. Da machst du Niese. Da tust du nichts. Aber wir haben das Glück, dass jetzt alles frei ist. Muss ich hier rumziehen. Jetzt müssen wir hier wieder rechts rein. Rechts auf die Laterne aufpassen. Das sind übrigens ganz nette Kunden hier. Also die beiden Herren, die diesen Laden hier betreiben, die sind echt mega. Da vorne kommt die Schranke. Vor die stellen wir uns jetzt hin. Da muss ich einmal aussteigen, mich kurz per Gegensprechanlage anmelden und dann können wir reinrangieren. Und das Rangieren ist auf diesem Hof auch nicht ganz so toll, weil der ist echt eng. So, gib mir eine Sekunde Zeit. LKW einmal abparken und ich bin gleich wieder da. Ich mache den Motor jetzt aus, damit ich die Leute besser hören kann an der Gegensprechanlage. Die Schranke hoch und wir können reinfahren. Und dann werde ich euch, oh nein, da steht ein Bulli und ein Müllcontainer, oh nein, was haben die denn jetzt gemacht hier? Normalerweise hat der Platz für mich gerade so ausgereicht, um hier zu drehen. Und wo der Bulli steht, da muss ich normalerweise rein. In die Ladezone. Doof. Ganz, ganz, ganz doof gerade. Muss ich erstmal versuchen hier zu wenden. Ich wollte euch eigentlich gerade draußen hinstellen, aber das ist mir jetzt dann auch zu peinlich, wenn ich hier zum ersten Mal unter ganz neuen Bedingungen drehen muss und das vielleicht dann nachher doof endet für mich, peinlich endet, weil ich 20 Mal vor- und zurückziehen muss. Deswegen lasse ich euch jetzt einfach mal hier vorne dran. Da hinten ist nämlich nicht nur der Müllcontainer, da ist auch eine Laterne. Thank you.
stehe ich da mit dem Arsch drin, kann aber nicht rumziehen, weil sonst der Auflieger diesen Müllcontainer abrasiert. Wie doof ist das denn jetzt bitte? Nicht rumgezogen wegen diesem Container. Der steht so scheiße da. Aber wirklich so scheiße. Zusätzlich durch den scheiße stehenden Bulli. Erstmal in diese Ladezone reingestellt und dann beim Kunden klingeln. Bis gleich. Okay Leute, so, wir sind jetzt dabei, uns auf den Weg zu machen, raus aus Brentwood nach Chelmsford. Das sind nur 11 Meilen, das ist also echt nicht weit. Die haben jetzt den Bulli weggefahren, also der Kunde ist jetzt selber mit dem Bulli weggefahren, abgehauen, wie auch immer. So dass ich jetzt diese Lücke nutzen kann, um erstmal meinen LKW da reinzudrücken und dann vielleicht hier zu wenden, weil wie gesagt, das gefällt mir hier überhaupt nicht. Und wenn ich eins gelernt habe in dem ganzen international Geeiere, dann, dass man sich auf sein Bauchgefühl gefälligst zu verlassen hat. Wenn euer Bauch sagt, fuck, das ist zu eng, dann versucht's nicht. Dann versucht's einfach nicht. Das kann nämlich ganz häufig ganz, ganz, ganz dumm ausgehen. So. So, und jetzt seht ihr auch, warum mich dieser Container stört, weil er genau im Wendekreis ist. Ich muss mich nochmal zurücksetzen und nochmal enger rumziehen, dass die Räder quasi schon fast rückwärts drehen. Das ist totale Scheiße. Aber wir kriegen es hin. Ihr habt ja einen Profi an Bord, der euch das gerne einmal zeigen kann. Wir sind jetzt auf 90 Grad geknickt. 90 Grad Knick. Ziehen jetzt den Knick raus und ziehen dann rückwärts in die gleiche Parkbucht, in der ich gerade gestanden habe. Ihr merkt, jetzt geht es wieder krass hoch hier. Rückwärtsgang rein, gegenlenken beim Bremsen loslassen. Wichtig beim LKW und auch beim PKW. Ja, das ist egal. Bei jedem Fahrzeug mit servounterstützter Lenkung niemals gegen die Bremse lenken, Leute. Niemals. Damit könnt ihr euch nämlich eure Spurstangen krumm machen. Das ist kein Witz. Das habe ich in meiner Ausbildung in der Werkstatt gelernt und immer wieder live gesehen, dass Leute ankommen, vor allen Dingen Menschen, die viel in der Stadt wohnen und sagen, ja, meine Reifen gehen immer so schnell kaputt. Ja,
weil die Spur sowas von kaputt war, die Spurstangen sowas von krumm und die Spurstangenköpfe ausgeschlagen, dass das einfach mal passieren kann. Ne? Da läuft so ein Reifen nämlich einseitig ab. So. Müsste eigentlich die Dingens von alleine hochgehen. Noch ein bisschen mal davor. Jetzt. Der nächste Kunde ist auf einer Farm. Da hat er sich auf so einer Farm eine Halle gemietet. Auch ein total netter Typ. Und die Farm ist gesichert durch ein Tor, durch das man nur mit Code draufkommt, also mit Zahlencode. Vierstelliger PIN und ich habe den natürlich, ne? Weil wenn man das weiß, dann fragt man den Kunden gerade nochmal, sag mal, dein PIN, ist der noch der gleiche? Ja, ist noch der gleiche oder nein? Hat sich geändert? Musst du den eingeben? Das ist immer eine wichtige Information, die man gerne kriegt. Damit ich nämlich nachher nicht mit der Zugmaschine vorm Tor und mit dem Arsch quasi noch auf der Straße stehe und nicht vor und nicht zurückkomme. Aber ihr werdet es ja vor Ort sehen. Jetzt fahren wir mal hier schnell raus. Oh, mein Navi, ey. Wir fahren auf einer 3,5-Tonnen-Straße und auf einer 7,5-Tonnen-Straße und in 200 Metern kommt eine 7,5-Tonnen-Straße. Ich weiß. Mensch, ich weiß. Ist ja nett gemeint. Und jetzt schon wieder. Naja, alle 30, 40 Sekunden kommt diese Warnmeldung. Achtung! Und ich habe noch nicht rausgefunden. Und ich glaube, es geht auch bei dem Navi nicht. Du kannst das nicht ausstellen. Ich meine, eine Warnmeldung ist ja prinzipiell eine gute Sache, aber es hilft mir nicht. Ich muss ja jetzt durch. Da muss er durch als Lurch, wenn du Frosch werden willst. Das war schon immer so. Okay, Leute. Ich habe gerade schnell den Code eingegeben. Wir sind jetzt beim Kunden natürlich, ne? Schnell den Code eingegeben. Jetzt fahren wir auf das Farmgelände drauf. Ihr seht ja selber, da steht noch Milchauflieger. Aber da, hier ist jetzt mittlerweile ein Bauunternehmen drin mit eigener Werkstatt. Und die Halle rechts neben uns, das ist die Lagerhalle, die für diese Firma angemietet ist. Und hier gibt es halt auch, so wie hier, Brentwood Essex Removers, das ist Umzugsfirmen. Der Platz wird jetzt halt nicht mehr für eine Farm genutzt, sondern für gewerbliche Zwecke andererseits. Ich fahre hier ganz gerne sehr langsam, weil gerade jetzt, wenn es so regnet, ihr glaubt gar nicht, was man sich für einen Matsch ans Auto dran katapultieren kann. Das macht nicht viel Spaß. Jetzt ziehen wir hier rum. Gut. Und da vorne ist das Tor schon so halb offen. Da kommen unsere Küchensachen rein. Jetzt ziehe ich hier einfach, bis mein Heck auf Höhe dieses Tors ist. Jetzt. Gut. Und dann können wir abladen, ne? Das mache ich ohne euch. Bis nachher. Sind nur ein paar Teile. Übrigens, seht ihr diesen Kirschbaum? Er blüht. Der Frühling kommt. Ist das nicht eine Pracht? Ich liebe es. Ba, 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 ba. Leute, ich mache gerade 30 Minuten Pause hier beim Kunden. Ich habe den abgeladen, seine paar Teile. Ich habe noch zwei Teile für den letzten Kunden. Zwei. Ich habe gute Laune, denn es geht heute nach Hause. Ja, also ich werde natürlich zu Hause nicht erreichen, aber morgen im Laufe des Tages werde ich zu Hause ankommen. Und das ist auch gut so. Ne? Und ich schaff's vielleicht dann auch endlich mal zum Friseur, weil das hier, das ist, das geht mir langsam ein wenig. Ist immer praktisch, wenn man das Display nämlich gleich da hat, da kann man sich nämlich gleich angucken und die Haare einmal durchkämmen, ne? Das geht mir langsam ziemlich auf den Beutel. Ja, definitiv. Aber naja, jetzt
mache ich meine Pause voll. Ich werde mir nichts zu essen machen oder so. Ich kriege nachher auf der Fähre was zu essen. Das reicht für heute. Gestern zum Nachtrag in Cobham habe ich mir beim Chinamann was geholt. Aber das war diesmal irgendwie nicht so lecker. Keine Ahnung warum. Schlechten Tag gehabt oder so, weiß man nicht. Gut. Wir sehen uns dann in Manston. Weil sonst wird das viel zu viel Material. Ich habe schon weit über 100 GB. Ne? In dem Sinne. Bis nachher. Eine Ewigkeit später. So, Freunde, kurzer Nachtrag für euch. Ich bin gestern leer geworden, wisst ihr ja. Dann bin ich nach Manston gefahren. Und in Manston Chaos. Pures Chaos. Aber naja, ich habe mich dann nach anderthalb Wartestunden durchgefragt und wurde dann auf einen Schlafplatz gestellt. Dann habe ich dort meine Pause gemacht, bin heute Morgen um 4:30 ungefähr gestartet. War kurz nach 5 im Hafen. Und bin um 6 Uhr heute Morgen mit der Fähre gefahren, auf der ich mich jetzt auch immer noch befinde. Jetzt bedeutet das für mich, dass ich ankommen werde um ca. 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Dünkirchen. Und dann geht's ab nach Hause. Aber unterwegs werde ich einen kleinen Stopp machen in Kalken bei unserem Ehrenmod Reinhard. Und Reinhard kriegt dann sein Shirt, wie versprochen. In dem Sinne sehen wir uns dann nachher wieder. Rinja hauen! So, meine Freunde, wir befinden uns jetzt in Belgien. 2000 Meter haben wir noch bis zum Rasthof Kalken. Und dort werden wir unseren Ehrenmord Reinhard treffen. Damit Reinhard heute sein Hoodie bekommt. So ist der Plan. Das Wetter ist natürlich nicht das Beste für so eine Action, aber was soll man machen, ne? Es ist halt wie es ist. Vor uns wird auch gerade rumgeschlichen hier mit 79 bis 80 km/h. Macht keinen Spaß, interessiert mich jetzt aber auch nicht mehr, weil wie gesagt, wir fahren jetzt eh auf den Rasthof runter. Und da ist es mir dann auch Schnuppe, ob die Leute hier am Schleichen sind oder nicht. Ist mir dann Wayne. Na? Da vorne kommt schon das nächste Schild. Ich bin hier mal gespannt. Der Reinhard sagte extra, dass ich mal bitte die Kamera laufen lassen soll. Und diesem Wunsch bin ich jetzt natürlich nachgekommen. 400 Meter. Bin gespannt. Da ist er. In dem Bulli, das ist er. Und nur noch hoffen, dass wir hier schnell ein Parkplätzchen kriegen für uns. Und er scheint auch nicht alleine zu sein. Doch, er, doch. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es ja gleich sehen. So. Der Rasthof hier ist auch so ein bisschen umständlich aufgebaut. Jetzt gibt es noch hinten so einen extra Parkplatz.
müssen wir jetzt einmal eine Kurve draufziehen. Blinker kann ich eigentlich mal wieder ausmachen, ne? So, da haben wir das schöne Stück und jetzt geht's raus. So Leute, ha? Ah, nee, komm. Ich habe jetzt gerade Video an. Ja, okay. Das ist unser Ehrenmod, wie man jetzt auch ganz unschwer erkennen kann auf seinem Shirt. Unser Ehrenmod Reinhard. Na? Ja. Sehr gut. Ja, wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen quatschen und dann sehen wir uns da gleich wieder, ne? So Freunde, ich bin wieder unterwegs, denn ich muss mein Zuhause erreichen. Vielen, vielen, vielen Dank, Reinhard, nochmal für die ganzen kleinen Geschenke, die du mir gemacht hast. Ich werde, Leute, ich werde euch den gleich im Video noch zeigen. Auf jeden Fall, die kommen mit ins Video rein. Das hat er sich wieder mal mehr als verdient. Reinhard ist mein absoluter Ehrenmod. Wirklich. Ehrenmod. Ehrenmann. Das ist wirklich ein Top-Typ. Und für ihn werden wir dann gleich nochmal das Ehrenhorn zünden. Denn er ist jetzt gerade hinter mir, fährt gleich hinter mir auf die Autobahn und dann wird er mich da überholen. Ach ja, Leute, was soll ich sagen? Ist einfach ein schöner Tag. Aber ich glaube, er bleibt hinter mir. Er überholt gar nicht. Doch, jetzt überholt er. Nee, immer noch nicht. Aber naja, auch wenn er jetzt hinter uns bleibt, trotzdem hat er sich das Ehrenhorn verdient. Das ist dein Ehrenhorn, Reinhard. Herrlich. So. Okay, Leute, ich werde jetzt mal erstmal noch eine Runde fahren. Ich muss jetzt über Antwerpen nach Venlo. Venlo dann über die Grenze nach Deutschland. Ich werde bei Venlo dann auch mal eine Pause wieder machen, dann noch 30 Minuten, denn eine Viertelstunde habe ich jetzt gerade reingekriegt. Und ja, dann mache ich das Video fertig. Und wenn wir das jetzt gerade angeguckt haben, weil wir sind jetzt quasi kurz vorm Ende, dann ist Samstagabend. Und ich bedanke mich, dass ihr alle dabei wart. Ich bedanke mich für jeden einzelnen Kommentar, für jeden einzelnen Daumen hoch, für jeden, der bis zum Ende durchgehalten hat. Und wer bis hierhin mit dabei war bei diesem Marathon von einem Video, der schreibt mal bitte Marathonläufer in die Kommentare. Und jetzt kommt der Reinhard. Jetzt können wir nochmal das Ehrenhorn gleich zünden. Ja, ich glaube, er nimmt sogar Video auf.
Und da kommt er. Da vorne sitzt da unser Reinhard. Herrlich. Vielen Dank, Reinhard. Vielen, vielen Dank. So, wie zurück zum Thema, Leute. Für alle, die bis hierhin durchgehalten, einmal bitte Hashtag Marathonläufer in die Kommentare. Ich denke, Marathonläufer ist ganz okay, ne? Ja, ist ein guter Hashtag. Und dann jetzt gleich im Anschluss wieder mein persönliches Danke an alle, die mich auch finanziell unterstützt haben in der letzten Zeit. Wir werden das jetzt in Zukunft so machen, dass ich immer den Namen einblende. Oder soll ich das wieder weiterhin mit den Beträgen machen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ihr werdet das Ergebnis jetzt gleich schon sehen. Ich mache mir noch Gedanken und ihr seht es jetzt. Vielen, vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an die beste Community unter der Sonne. Ich liebe euch alle. Bis denne. Too much, got a policy.